Zweites Instrument der Innenfinanzierung, Finanzierung aus Abschreibung. Jetzt muss man zunächst einmal verstehen, was Abschreibungen machen. Abschreibung ist das betriebswirtschaftliche Wort für den Zahn der Zeit, der in einer materiellen Welt, wie wir sie erleben hier, an den Dingen nagt. Die allermeisten Dinge werden im Lauf der Zeit nicht mehr wert, sondern weniger. Platt gesagt, sie rosten. Abschreibung ist Rosten. Die Dinge rosten. Wobei, wenn man genau hinschaut, heute der Werteverzehr weniger das Rosten ist, weil hier fleißige und clevere Leute viel dran gearbeitet haben, viel geforscht haben, viel Materialien entwickelt oder ausgetauscht haben, dass die Dinge heute nicht mehr so viel rosten. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Dass wir gar nicht mehr so sehr den Werteverzehr haben durch Rosten, sondern wir haben den Werteverzehr durch technischen Fortschritt. Durch das Nachfolgemodell, was jetzt schon wieder auf dem Markt ist. Durch die neue Generation von Computern, die schon wieder schneller, schöner, besser und mit verschiedenen Features ausgestattet sind, die in der vorherigen Generation nicht da sind. iPhone 4S mit einem Spracherkennungssystem. Das iPhone 4 hat das Spracherkennungssystem nicht. Das heißt, das iPhone 4 verliert an Wert. Das ist aber jetzt vor ein paar Tagen erst passiert. Also Werteverzehr auch durch Rost, Rost als Oberbegriff, ne? Aber vor allem durch technischen Fortschritt. Und diesen Sachverhalt nennt der Betriebswirt Abschreibungen. Das heißt, er muss in seinem Modell, die Buchführung ist ja nichts anderes als ein Modell, das die ökonomische Wirklichkeit abbilden soll, muss er das erfassen. Abschreibungen sind Aufwand, aber keine Auszahlung. Das heißt, die Tatsache, dass eine Maschine da steht oder viele Maschinen in der Produktionshalle da stehen und die Maschine durch Rosten, durch Verschleiß und vor allem durch technischen Fortschritt weniger wert werden, muss im Modell der Buchführung erfasst werden, ohne dass Geld abfließt. Ja? Das ist ein Gedanke, den der private Haushalt nicht hat und nicht kennt. Der private Haushalt denkt rein zahlungsbezogen. Er sagt, das ist mein Gehalt, das habe ich am 26. auf meinem Konto, da muss ich Miete bezahlen, da muss ich mir was zu essen kaufen, Klamotten und so weiter. Passt oder passt nicht. Aber er hat nicht im Fokus, dass die Wohnzimmerschrankwand, die er da stehen hat, die er vor 5 Jahren für 10.000 Euro angeschafft hat, mit allem Schnickschnack und integriertem Fernseher, heute auch weniger wert ist. Ja, das ist ein Werteverzehr, den der private Haushalt nicht erfasst. Der schaut nur auf Zahlungen. Sehen Sie den Unterschied? Während ein Unternehmen auch diesen Werteverzehr erfassen muss. Denn die Gewinn- und Verlustrechnung ist ja eine Aufwands- und Ertragsbetrachtung und nicht eine Ein- und Auszahlungsbetrachtung. Wir müssen also auf den Werteverzehr und den Wertezuwachs achten. Und nur unter anderem Gesichtspunkt, nämlich der Liquidität, auf Ein- und Auszahlung. Wir müssen parallel immer liquide sein. Aber der Fokus hier ist auf Wertezuwachs und Werteverzehr unabhängig von den Zahlungen. Das ist zunächst mal das, was man verstehen muss. Das ist das, was Abschreibungen sollen in der Betriebswirtschaft. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.